So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt. Ich weiß nicht, ob ich es ganz durchziehen werde. Ich kann es noch nicht versprechen. Aber ich wollte es mir unbedingt angesehen haben. Und ich habe in den letzten Monaten in meinem Kopf so eine gigantische Blockade entwickelt, was es angeht, wenn es um einfache Aufnahmen geht. So dumm es auch klingt, ja, manche Videos waren trotzdem irgendwie komisch oder hingeworfen. Nein, hingeworfen nicht. Ich spiele es ja immer gerne alles, was ich mache. Aber ich habe irgendwie so eine Blockade im Kopf und die versuche ich gerade loszuwerden. Und deswegen spielen wir dieses Spiel, in dem es, glaube ich, auch ein bisschen um die Selbstfindung geht. Passend gerade, aber nicht deswegen spielen wir es, sondern einfach, weil ich allgemein Plattformer sehr gerne mag. Und das ist ein kleines Indie-Spiel, was auch auf der Switch gibt, zum Beispiel, falls ihr eine Switch habt, gutes Spiel, was ihr euch da holen könnt. Kleiner Plattformer. Und ich wollte den schon ewig gespielt haben, ist jetzt auch schon eine Weile, glaube ich, draußen. Und ich weiß, dass Subnautica und My Time at Portia, will ich auch noch beides machen? Und noch ein Projekt mit Manu sogar, ich habe noch einige Sachen in Planung. Aber bis Ende Februar habe ich noch private Dinge zu tun, die mich beschäftigen. Und deswegen kann ich die noch nicht alle anfangen und will die noch nicht anpacken. Beziehungsweise ich möchte halt, so doof es auch klingt, gerne wieder einfachere Projekte, wo ich entspannter rangehen kann. Wo ich mir nicht denken muss, oh cool, da darf ich jetzt noch eine Stunde schneiden, eine Stunde rendern und zwei Stunden hochladen und ein Thumbnail machen. Und Stunden vergangen. Mache ich gerne bei einem Projekt, aber bei zwei Projekten gleichzeitig nicht. Und ihr seht ja, Monster Hunter hat irgendwie mein Kanal sehr lahmgelegt, aber dafür kam täglich eine Stunde Monster Hunter. Ey, wenigstens das habe ich irgendwie geschafft, täglich zu bringen. Einmal ist es, glaube ich, jetzt ausgefallen an einem Tag, aber das lag daran, dass das Video nicht verarbeitet ist. Und ich rede hier vor mich hin, ohne mit dem Spiel anzufangen, aber hey, ich möchte mich halt auch mal ausreden und dafür nutze ich gerade dieses Projekt. Und ja, ich möchte eigentlich ganz simpel rangehen. Ich möchte hier nicht großartig was rausschneiden oder sonst was. Ich möchte eigentlich So wie es geschimpft wird, eine Start-Stopp-Aufnahme machen. Einfach, weil ich dabei am besten entspannen kann. Und darum, ich meine, das Spiel wird mich sowieso wahrscheinlich früher oder später frustrieren, wenn es schwerer wird. Aber für den jetzigen Zweck, Sinn und Zweck, möchte ich gerade was Schönes, Entspanntes. Und da bietet sich dieses Spiel wunderbar an. So, jetzt drücken wir aber mal eine Taste, bevor wir hier noch im Menü für immer sind. Es kann sein, dass die Musik und die Klänge ein bisschen zu laut sind. Das werde ich dann in den späteren Folgen nochmal genauer anpassen. Ich finde es aber gut, dass man es auf Deutsch spielen kann. Das wusste ich nämlich zum Beispiel nicht. Und die haben hier einen Charakter, der heißt Madeline, aber wir dürfen ihn umnennen. Und deswegen nennen wir ihn einfach Zombie. Auch wenn es ein kleines Mädchen ist. Wir können sie Zombie nennen. Und das erinnert mich. Eigentlich habe ich Angst vor Bienen, aber es ist dumm, dass mein Name Biene ergibt. Nennen wir uns einfach Zombie. Zombie sieht doof aus. So, Zombie. Perfekt. Akzeptieren. Das bin ich. Möchte ich einen Hilfemodus? Ich glaube nicht. Hilfemodus. Ich weiß nicht, was es ist, ehrlich gesagt. So ein kleiner Tooltip wäre cool, aber kommt bestimmt auch noch im Spiel erklärt oder so. Beginnen wir einfach unser kleines Abenteuer. Celeste. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. So, Zombie. Das bin ich. Atme einfach. Schaffe ich. Jetzt schon seit 25 Jahren. Warum bist du so nervös? Weil ich mich auf das Spiel freue? Hey, da bin ich. So wie ich schon immer aussah. Und ich habe hier gerade schon ein bisschen mit den Aufnahmen rumgetestet. Und wenn man lang genug wartet, niest der Charakter. Und das klingt ultra süß. Ich will jetzt hier nicht ewig rumstehen. Aber ich will... Komm, nies für uns. Einmal. Bonn hat es die ganze Zeit gemacht. Die Madeline. Jetzt steht sie nur da. Ich mag den Artstyle von dem Spiel sehr. Sieht sehr schön aus. Hä? Kratzt sich am Kinn. Okay, dann nicht. Dann wird nicht genießt. Wir wollen hier nicht ewig rumstehen. Könnten wir das Schild hier lesen? Nein, aber wir können es drucken. Und das sieht lustig aus. Und Springen sieht auch lustig aus. Werden die Pixel so ein bisschen gestreckt, oder? Ja, das ist nicht. Aber es sieht sehr schön aus, der Artstyle. Wenn sich jetzt wieder jemand über einen Pixel-Art-Style beschwert, dann, soll er von diesem Eisblock getroffen werden. Das ist... Oh, hallo. Halten mit Klettern mit rechter Schultertaste. Ich spiele mit Gamepad. Einfach weil Plattformer. Spiele ich allgemein immer mit Gamepad. Es gibt welche, die auch mit Maus und Tastatur sehr erfolgreich Plattformer spielen, aber nicht ich. Klettern wieder hoch. Z
Zack. Ich habe schon ein bisschen Gameplay gesehen. Ich weiß, dass man nicht unendlich lange klettern kann. Aber gut. Gehen wir mal weiter. Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Das Schild da vorne ist kaputt. Ist das hier der Pfad? Du bist fast da. Du musst nur noch über die Brücke. Übrigens sollten Sie sich jemanden wegen Ihrer Auffahrt kümmern lassen. Die Kante ist eingestürzt und ich wäre fast draufgegangen. Wenn dich meine Auffahrt fast zu Fall gebracht hat, könnte der Berg eine Nummer zu groß für dich sein. Oh, wenn so eine alte Schrulle wie Sie hier draußen überleben kann, schaffe ich das wohl allemal. Wie du willst. Du sollst aber wissen, dass der Zelestberg ein seltsamer Ort ist. Du könntest Dinge sehen. Dinge, auf die du nicht vorbereitet bist. Sie sollte sich Hilfe suchen, werte Dame. Ich finde dieses Lachen so cool. Okay, gehen wir mal weiter, bevor uns die alte Dame weiter... Die lacht uns sogar noch hinterher. Nee. Oh oh. Gott sei Dank sind wir so schnell. Oder auch nicht. Hallo, Mr. Vogel! Sprinten. Hui. Nicer Move. Und dadurch kriegen wir jetzt das Intro, oder? Du schaffst das. Ah, danke. Ich glaube an mich. Prolog, geschafft. Ah, sehr schön. Und Kapitel 1. Wahrscheinlich. Kapitel 1, die verlassene Stadt. Klettern. Sehr schön. Den Prolog kannte ich schon. Also nicht wundern, dass ich da nicht zu krass reagiert habe, als die Brücke eingebrochen ist, aber hey. Um eine Pause zu machen, wähle im Pausenmenü jederzeit speichern und beenden. Okay. Wie so ein kleiner Brief, dieser Tipp. Süß. Hey! Sieht doch schon. Oh Gott, ich habe X gedrückt. Hilfe! Nicht die X-Taste drücken. Okay. Kann ich das lesen? Nein. Okay, aber ich habe theoretisch einen Dash. Ich wollte gucken, ob da was ist. Ich meine, wir haben unendlich Versuche. So, klettern muss ich ja theoretisch nicht. Und, wenn ich es richtig verstehe, solange mir die Haare blau sind, kann ich nicht nochmal dashen. Okay, ich stelle den Ton nochmal beides eins runter. So. Solange sie blau sind, kann ich nicht ein zweites Mal dashen. Genau. Und sobald ich den Boden berühre, werden sie wieder normal. Und es gibt Erdbeeren! Ich liebe Erdbeeren. Habt ihr euch immer Erdbeeren... Also ich habe als Kind immer zumindest, oder auch, wo ich erwachsen war, noch ein paar Mal Erdbeeren genommen, die ganz oben das Grüne abgeschnitten und die dann in kleine Würfelchen geschnitten, in eine Schale getan, Zucker drauf ein bisschen und dann Milch drüber. Das ist so lecker. Kann ich nur empfehlen. Kleiner Essenstipp von Zombie. Okay, wir können auch von Wänden abspringen und wir haben das hier. Okay. So. Ich glaube, sobald man einmal eine Erdbeere sammelt, darf man auch sterben, muss sie nicht neu holen. Wenn nicht alles richtig gesehen habe vom Gameplay. Genau, genau, genau. Dann haben wir ja schon mal ein paar Tode. Ansonsten, wenn ja ein versteckter Weg oben ist, hätte ich ihn gefunden. Okay, und das Bouncepad gibt mir auch meinen Sprung zurück. So, und dann können wir einfach ganz gechillt hochhüpfen. Kann ich da jetzt runter? Nein, okay. Ich denke mal, vielleicht... Es gibt hier, glaube ich, Secrets und versteckte Sachen ohne Ende. Und... Die meisten der versteckten Sachen sind ultra schwer. Deswegen, nicht wundern, wenn ich nicht alles machen werde. Weil ich habe echt schon ein paar von diesen Challenge-Räumen in GIFs gesehen und so auf Reddit. Und das sah aus wie die pure Hölle. Das möchte ich mir dann doch nicht antun. Warum bin ich da recht? Ich wollte... Kann ich hier so... Bestimmt kann man hier so Stylo abkürzen. Ah, man schafft es da nicht, seitlich hochzuspringen. Aber wenn ich direkt ganz hoch gehe... Ja, cool. Ah, Hilfe! Ich sterbe hier 100 Mal, weil ich... Ah! Egal, ihr kennt mich. Ich liebe es, meine dummen Wege auszuprobieren. Wir haben es geschafft. So. Okay. Und zack. Okay, was bringt es mir hier zu sein? Nichts. Ah, guck mal, meine Ausdauer. Blinkrot. Also ich darf mich nur nicht mehr festhalten. Okay. So viel dazu. Gehen wir einfach normal weiter. Und... Oh, das Ding gibt mir Momentum. Ich bin nicht gerade in die Stacheln freiwillig reingesprungen. So. Jetzt haben wir es aber geschafft. Hallo? Moment mal, kann ich mich umbringen?
Und die kommt nochmal. Die... Ah! Die, ich glaube, das Schilder wollen mir sagen, ich darf nicht dashen. Also muss ich von der anderen Seite da hinkommen, ohne zu dashen. Ja! Das ist ja eine gemeine Erdbeere gewesen. Du lieber Scholli. Und die Musik ist sehr schön in den Führen. Guck mal, hier ist zum Beispiel so ein extra Bereich, würde ich sagen. Für den wir uns eine Erdbeere erarbeiten könnten. Zack. Und darüber. Okay, schaffen wir. Wir nehmen einfach so viele Erdbeeren mit, wie es gibt. Ich glaube, soweit ich weiß, man bekommt nichts für die Erdbeeren. Außer die Befriedigung, sie gesammelt zu haben. Und hey, guck mal, da wurde uns gerade gezeigt. Ach, wir haben Momentum bekommen. So. Was ist da oben? Ein weiter Weg. Und was ist da unten? Das da sieht, der Felsen sieht komisch. Ah, guck mal, kann man nicht gegendashen. Also, ich habe es wirklich noch nicht gespielt. Ich kenne hier auch gerade nichts mehr. Ich habe nur den Prolog eigentlich gesehen. Wie komme ich denn da zu einer Erdbeere? Okay. Die Steuerung ist sehr gut, muss ich sagen. Ich glaube, ich will nach oben. Das ist eine kleine Bank. Kann ich mich draufsetzen? Nö. Okay. Wir spielen schon seit 11 Minuten? Boah. So ungewohnt, nachdem ich Monster Hunter immer meine 2-Stunden Aufnahme hatte. So, da kommen wir hoch. Ich will halt, keine Ahnung, es soll auch mehr so ein kleines, entspanntes Projekt sein für die Leute, die jetzt nicht jeden Tag eine Stunde Zeit haben. Und deswegen will ich einfach so ein bisschen rumklettern. Auch wenn wir noch eine Weile brauchen durch das Spiel, aber hey. Oder wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe, dann nicht. Die Dinge habe ich schon mal gesehen, damit kriege ich einen zweiten Sprung. Ich habe, wie gesagt, so ein paar Elemente habe ich schon mal gesehen, aber ich weiß nicht alles. Und das... Da ist ein Typ mit dem abgestürzten Flugzeug? Hallöchen, Werkgefährte. Weggefährtin, ich kann nicht reden, ich bin schüchtern gegenüber Frauen. Oh, hi. Was für eine Wahnsinnsnacht zum Wandern. Ja. Dieser Ort hier ist schon echt verrückt. Kann kaum glauben, dass es sowas überhaupt gibt. Nicht der leichteste Aufstieg, was? Aber ich denke mal, genau das, was ich gesucht habe. Wow, das klingt ziemlich ernst. Ich freue mich einfach, an so einem einsamen Ort einen anderen Menschen über den Weg zu laufen. Ich bin übrigens Theo, ein Abenteurer aus fernen Landen. Hallo, Theo. Redest wohl nicht gerne, was? Mysteriöser, einsamer Wolfstyp, ich verstehe schon. Hast bestimmt eine dunkle Hintergrundgeschichte. Kann ich nochmal mit dir reden? Hey, tut mir leid, ich bin Zombie. Bin tierisch am Grübeln. Nun, Zombie, ich würde sagen, du bist am richtigen... als hätte es mein Intro gehört. Nun, Zombie, ich würde sagen, du bist am richtigen Ort. Wir frieren die Zehen ab, aber ich kann mir keinen besseren für die stille, innere Einkehr vorstellen. Ja, vielleicht hast du recht. Aus welchen fernen Landen kommst du denn? Nun, meine neugierige Landsfrau, ich entstamme dem mystischen, exotischen Königreich von Seattle. Scheint ein besonderes Fleckchen zu sein. Aber hallo, ein ganz schön verwildertes. Warum, weil eine ganze Stadt verlassen wurde? Ich habe gelesen, dass irgendwo so ein Megakonzern damit begonnen hat, sie zu bauen, aber dann keiner hier leben wollte. Ich frage mich, warum. Ich setze auf eine Verrutschung seitens der Regierung. Vertuschung? Vertuschung wahrscheinlich. Nicht Verrutschung. Ist ein bisschen spät, ich bin ein bisschen durcheinander. Verzeiht. Was für eine Verschwendung, das alles einfach so hier hinzubauen. Zumindest genießen wir die Überreste. Das stimmt. Bist du hier, um diese Stadt zu erkunden? Ja, ich stehe auf verlassene Orte. Und ich betrachte mich gern als angehenden Fotografen. Ach echt? Cool. Hast du einen Blog oder sowas? Einen Blog? Zombie. Heutzutage sind doch alle auf Instapics. Und ich bin Theo und Understars. Besuch mich mal. Dieses Gelände ist ziemlich unwegsam. Kehrst du bald um? Nee, ich bin auf dem Weg zum Gipfel. Ich kann die Entschlossenheit voll in deinen Augen sehen. Wie inspirierend. Wenn du meinst. Ich wette, du könntest glatt bis zum Gipfel schaffen. Mag sein. Ich brenne nicht wirklich darauf, den Gipfel zu erreichen, wenn ich ehrlich bin. Oh, aber ich habe gehört, dass es außerhalb der Stadt ein paar coole alte Ruinen gibt. So um die 1800 cool. Ich weiß, dass es riskant ist, aber ich muss sie einfach sehen. Was sagt man immer, bevor man etwas Unverantwortliches tut? Alle Bedenken über Bord werfen? Nee, das nicht. Ach ja.
Man lebt nur einmal. YOLO? Okay. Hallo, Mr. YOLO. Ich darf auch nicht mehr mit ihm reden. Huch. Voll cool, dass man im Boden öfter dashen kann, um voll schnell zu sein. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem ersten Part. Ich denke nicht, dass ich da hochkomme irgendwie. Außer ich kann den Boden von unten durchbrechen. Nee. Sieht eher aus, als würde man von oben nach unten hier runterfallen. Ich habe auch, glaube ich, keine Karte von dem Gebiet. Und ich setze mich hier einfach ans Lagerfeuer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und freut euch auf den nächsten Part. Oder nicht, keine Ahnung. Hatet nur wieder das Spiel. Irgendwelche Kinder, die nicht die Kunst nicht verstehen. Die gute Spieler nicht verstehen. Weg mit euch, hinfort. Gibt's halt immer unter solchen Spielen solche Kommentare. Hä, was ist das denn für ein Pixel-Scheiß? Langweilig. Ja, naja. Aber die Diskussion will ich hier gar nicht anschneiden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Zimmelmann. Ohne Outro. Tschüss.